Servus Leute und damit hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge der Schalke 04 Karriere und wir treffen jetzt hier am ersten Gruppenspieltag der UEFA Champions League auf den FC Barcelona. Im Vorjahr waren wir ja schon ebenfalls mit den Katalanen in einer Gruppe, da mussten wir uns aber leider gegen sie geschlagen geben. Diesmal wollen wir es besser machen, gegen die Katalanen punkten und wir treffen dann ja hier mit Sidney van Hooydonk und Amindo Sieb auch auf zwei ehemalige Spieler von uns. Und wie gesagt, wollten wir das Ganze heute besser machen als im vergangenen Jahr und wir haben auch gut begonnen. Das ist Kevin Schade. Hat da viel Platz, bringt die gute Flanke, super abgelegt von Christovic und dann Uetra Ogo mit dem Abschluss. Der geht leider neben das Tor, aber das war ein richtig guter Angriff. Und wenn er den Ball ein bisschen besser trifft, dann führen wir hier ganz früh in Barcelona. So bleibt es dann aber erstmal, wie gesagt, beim 0:0 unentschieden. Das war wirklich ein guter Start von uns, danach ist das Spiel allerdings, ja sagen wir mal, relativ langweilig geworden. Es gab nicht allzu viele Torgelegenheiten, auch Barcelona tat sich richtig schwer, dann hier kurz vor der Pause aber mal Sidney van Hooydonk mit dem Distanzschuss und der geht hier dann auch an den Pfosten. Und das war es dann tatsächlich auch mit dem ersten Durchgang, mit einem 0:0 geht es hier in die Halbzeit. Bislang war das ein Auftritt, mit dem wir auf jeden Fall zufrieden sein können. Wie im ersten Durchgang war es dann aber auch nach dem Seitenwechsel ein Spiel mit wenig Torgelegenheiten. Knapp 15 Minuten ungefähr sind hier noch zu spielen. Kevin Schade dann hier mit einem Superball auf den eingewechselten Anton Zimmermann. Anton Zimmermann gegen Ter Stegen. Der deutsche Nationalkeeper ist aber ganz schnell unten, kann den Ball zur Ecke klären. Das war hier aber nochmal die Riesenchance für uns hier überraschend in Führung zu gehen. Kurz darauf kommen dann aber nochmal die Katalanen mit Ferran Torres. Der weiter auf Sidney van Hooydonk, unseren ehemaligen Superstürmer. Sidney van Hooydonk vorbei an Moritz Jens, immer noch der Holländer. Aber Jonas Urbich ist hellwach und kann den Ball hier zum Glück zur Ecke klären. Es sieht tatsächlich so aus, als könnten wir hier dem FC Barcelona zumindest einen Punkt abbringen, aber die Partie ist noch nicht zu Ende. Es gibt jetzt hier nochmal einen Freistoß und das aus richtig guter Position. Die Mauer wird nochmal gestellt, das Freistoßspray wird ausgepackt. Und ja, das sind gut, ja, 18, 19, 20 Meter bis zum Tor. Und das ist natürlich die Riesenchance hier für Sidney van Hooydonk. Aber zum Glück schießt er den Ball wenige Zentimeter neben den Kasten von Jonas Urbich. Letzte Saison aus ähnlicher Position, da war der Ball, glaube ich, sogar noch ein bisschen weiter weg vom Tor gegen uns getroffen per Freistoß. Jetzt macht er ihn aber nicht. Und so bleibt es hier am Ende beim 0:0 unentschieden. Und das bedeutet, gegen den schwersten Gegner aus unserer Gruppe auswärts ein Unentschieden eingefahren. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Start in diese Champions League-Saison. Das Weiterkommen sollte in diesem Jahr ja eigentlich kein Problem sein. Und wer weiß, vielleicht geht ja sogar auch was in Richtung Gruppensieg. In der Fußball-Bundesliga lief der Start ja bisher nicht ganz so optimal. Wir haben am ersten Spieltag gewonnen, dann zweimal verloren und jetzt am letzten Spieltag, am vierten Spieltag 3:2 zu Hause gegen Leipzig gewinnen können. Bedeutet also 4 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen. Jetzt gegen Frankfurt wollen wir den nächsten Sieg einfahren und damit auch so ein bisschen, ja, schauen, dass wir einfach den Anschluss an die oberen Plätze nicht verlieren. Wir sind hier dann auch vom Beginn an richtig gut reingekommen in diese Partie, das ist Kevin Schade. Weiter auf Uetra Ogo, der nochmal schön raus auf Mehmetcan Aydin und der dann mit der Flanke auf den durchgelaufenen Schade und der köpft hier nach gerade mal 3 Minuten zum 1:0 Führungstreffer ein. Also wenn man irgendwie ein Bilderbuchbeispiel für einen Traumstart braucht, dann sollte man einfach dieses Tor hier nehmen. Und wirklich super gemacht von Kevin Schade im Mittelfeld, leitet er den Angriff ein, rennt dann einfach durch und ist dann in der Mitte als Abnehmer für die Flanke zur Stelle und köpft den dann auch super rein. Schön runtergedrückt den Kopfball in die lange Ecke, keine Chance für den Keeper. Und so führen wir also ganz früh hier auswärts in Frankfurt. Die Gastgeber waren hier dann aber durchaus um die schnelle Antwort bemüht. Kurz ausgeführte Ecke, das ist Aaronson. Immer noch Aaronson, weiter auf Chaibi und dann Frost mit der Chance. Aber Jonas Urbich ist ganz schnell unten und kann den Ball hier super parieren. Danach ist längere Zeit nichts passiert, wir sind jetzt hier schon eine halbe Stunde drin in dieser Partie, das ist wieder mal Uetra Ogo, der auch mit einem sehr guten Spiel, legt dann hier wieder ab auf Kevin Schade und der probiert es diesmal aus der Distanz. Wir sind aber immer noch nicht durch mit dem ersten Durchgang, jetzt kommt nochmal Frankfurt mit Frost, weiter auf Benzegir, der nochmal mit der Hacke zurück auf Zigankov und der trifft hier den Pfosten aus der zweiten Reihe. Da haben wir auf jeden Fall eine Menge Glück und gehen dann hier mit der Führung in die Pause. Nach dem Seitenwechsel rollt dann hier der nächste Angriff, Fujiwara, der Japaner, weiter auf Bruno Batichotto, immer noch Batichotto und der wird dann hier gefoult von Aaronson. Das ist natürlich eine klare gelbe Karte und ja, was soll ich sagen, er hat halt schon gelb gesehen und deswegen gibt es jetzt hier gelb-rot für Aaronson. Damit ist Frankfurt jetzt hier also die letzten 40 Minuten in Unterzahl und sie reagieren auch direkt, nehmen Moretti raus und bringen einfach Kai Havertz in die Partie. Der spielt bei Frankfurt, sitzt da aber scheinbar nur auf der Bank.
Und wir sind jetzt hier natürlich in Überzahl und wollen die auch ausnutzen. Es gibt hier direkt mal die Konterchance über Uetra Ogo. Der weiter auf Nikola Kristovic und der hat ganz viel Platz und natürlich macht er den dann auch rein. Ein super Tor von unserem Stürmer Nikola Kristovic mit dem 2:0 und ich würde mal behaupten, das sollte hier dann auch die Entscheidung gewesen sein. Und wir haben auch tatsächlich nichts mehr anbrennen lassen, stattdessen kommen wir nochmal mit Fujiwara, der probiert es nochmal aus der zweiten Reihe. Aber der Ball ist dann hier leider nicht reingegangen, so bleibt es am Ende beim 2:0. Wir gewinnen also das zweite Bundesligaspiel in Folge, haben jetzt nach 5 Spielen 3 Siege eingefahren und damit sieht der Start doch schon wieder ein bisschen besser aus. Als nächstes steht für uns jetzt hier dann erstmal ein DFB-Pokalspiel an und da spielen wir gegen den FC Heidenheim und wir haben tatsächlich ein bisschen rotiert und unter anderem darf auch unser neues Megatalent Patrick Schneider sein Debüt geben. Der Junge darf jetzt hier also im DFB-Pokal gegen Heidenheim zu Hause in der Veltins-Arena sein Startelf-Debüt feiern. Wie gegen Frankfurt gab es auch diesmal einen richtig guten Beginn. Ramon mit dem Ballgewinn weiter auf Kristovic und der legt dann hier rüber auf Patrick Schneider. Und das ist die nächste Bilderbuchgeschichte. 6,5 Minuten Profidebüt und direkt das erste Tor für unseren Youngster aus der Knappenschmiede. Der Mann mit der Rückennummer 24 trifft hier also wirklich bei seinem Debüt. Das ist der komplette Wahnsinn. Und da werden natürlich direkt die Hoffnungen groß bei den Schalker-Fans, dass wir hier wirklich das nächste Mega-Juwel gefunden haben. Man sagt ja oft, ein Tor würde dem Spiel gut tun. Hier war das aber auf jeden Fall nicht der Fall. Nach dem Treffer war das Spiel ehrlich gesagt ziemlich tot. Kurz vor der Pause gibt es hier dann aber die nächste Chance. Wieder Patrick Schneider und diesmal trifft er leider nur Aluminium. Also wirklich ein Wahnsinnsdebüt von unserem Nachwuchstalent. Es ging dann hier auch erstmal mit dem 1:0 in die Pause. Wir hatten es leider verpasst nachzulegen. Nach dem Seitenwechsel dann hier Friedrich mit dem riesen Fehlpass. Und auf einmal ist dann hier Heidenheim frei vor unserem Tor. Urbich kann den ersten Ball noch parieren, aber dann der Nachschuss von Peters. Da hat er natürlich keine Chance ranzukommen. Und jetzt steht es hier vollkommen aus dem Nichts 1:1 unentschieden. Und das haben wir uns natürlich selbst reingelegt, dieses Tor, ein mega Fehler von Friedrich. Und das kommt halt davon, wenn du dann deine Chancen auch nicht nutzt, beziehungsweise aus deiner Überlegenheit nichts machst, einfach zu passiv bist und jetzt gibt es hier plötzlich aber ein Foul und eine glattrote Karte. Also nur wenige Sekunden eigentlich, nachdem Heidenheim hier den Ausgleich erzielt hat, sind sie jetzt in Unterzahl. Alex Barbosa mit einem vollkommen übertriebenen Einsteigen gegen Patrick Schneider. Das bedeutet, wir sind jetzt hier also ja 40 Minuten ungefähr wieder mal in Überzahl. Und das ist hier die nächste Chance, wieder Patrick Schneider, der wirklich mit einem super Spiel der auffälligste Mann auf dem Feld. Tritt jetzt hier auch die anschließende Ecke, die wird dann hier auch gefährlich, landet im Rückraum bei Friedrich. Und dessen Schuss wird dann leider aber vom Keeper pariert. Es gibt die nächste Ecke, die hat dann aber nichts eingebracht. Wenige Augenblicke später gibt es dann hier aber einen Freistoß. Da stehen Schneider und Kristovic. Schneider lupft den Ball hoch für Nikola Kristovic und der geht ans Aluminium. Das wäre ja das Tor des Monats gewesen, wenn der reingeht. Aber am Ende geht der Ball eben nicht rein. Wir verpassen hier erneut den Führungstreffer und jetzt kommt Heidenheim und macht hier das 2:1. Das ist ja der komplette Wahnsinn. Die haben zwei Chancen, machen zwei Tore daraus. Jetzt liegen wir in Überzahl hinten gegen Heidenheim. Es sind noch ein bisschen mehr als 20 Minuten zu spielen. Es droht hier vielleicht tatsächlich das Ausscheiden und das, obwohl wir bislang wirklich die komplett überlegene Mannschaft gewesen sind. Also eine Sache, die steht fest, wir brauchen jetzt unbedingt ein Tor, Leute. Wir brauchen ein Tor. Es sind noch 15 Minuten zu gehen. Wieder Patrick Schneider. Der macht, wie gesagt, ein super Spiel. Weiter auf David Hoffmann. Ey, den muss er doch reinmachen. Unfassbar, steht er vollkommen frei vom Tor. Und dann macht er diesen Ball hier nicht rein. Das ist wirklich kompletter Wahnsinn, was hier passiert. Wir haben dann auch nochmal gewechselt. Schneider ist rausgegangen, Fofana reingekommen. Jetzt kommt aber erstmal wieder Heidenheim. Das ist Bojang mit der nächsten Chance für die Heidenheimer. Urbich kann den abgefälschten Ball aber ohne Probleme parieren. Aber uns rennt die Zeit davon. 82 Minuten absolviert. Es gibt nochmal die Konterchance über Uetra Ogo. Ein guter Ball hier raus auf Fofana, der eingewechselte Mann mit der Flanke auf Kristovic und jetzt ist er drin. Endlich das zweite Tor hier in diesem Spiel für uns und das ist der so wichtige Ausgleich. 7 Minuten vor dem Ende machen wir also hier das Tor. Nikola Kristovic rettet uns damit zumindest mal in die Verlängerung, wenn wir das Ding hier vielleicht nicht sogar noch in den regulären 90 Minuten drehen. Leider haben wir es dann aber nicht mehr geschafft, das Ganze noch in der regulären Spielzeit zu gewinnen und so geht es jetzt hier also in die Verlängerung. Es gibt nochmal 30 Minuten obendrauf und jetzt wollen wir natürlich das Ding in Überzahl auf jeden Fall für uns klar machen. Und wir haben hier auch gut angefangen in der Verlängerung. Das ist Fofana auf Uetra Ogo, wieder Fofana, Kristovic legt wieder ab auf Malik Fofana.
Und diese Einwechslung hat sich ja wirklich sowas von gelohnt. Erst bereitet er den Ausgleichstreffer durch Krstović vor und jetzt erzielt er den 3:2 Führungstreffer hier in der Verlängerung selbst. Wirklich ein super Joker-Einsatz von Fofana. Und wir wollten jetzt hier natürlich auf keinen Fall noch irgendwas anbrennen lassen. Uetra Ogo nimmt erstmal ein bisschen das Tempo raus, spielt dann weiter auf Aydin. Und der Rechtsverteidiger zieht nochmal an, weiter auf Fofana. Der überragende Mann des Abends hier mit der nächsten Torvorlage, denn Pizarro bleibt cool. In der letzten Spielzeit war der Junge ja schon eher so ein bisschen als Chancentod bekannt. Ich wollte ihn eigentlich verkaufen, jetzt hat er hier heute nochmal die Chance bekommen. Und zum Glück macht er jetzt auch mal wieder ein Tor. Gegen Alex Nübel trifft er also zum 4:2 und damit sollte das Ding hier auch durch sein. Fofana, wie gesagt, mit einer überragenden Leistung. Zwei Vorlagen, ein Tor und das nach Einwechslung. Das ist wirklich der komplette Wahnsinn. Am Ende ziehen wir in die nächste Runde ein. Das Ganze war ein bisschen spannender, als es vielleicht notwendig gewesen wäre. Aber am Ende interessiert es keinen. Wir sind weiter, wir dürfen feiern. Und ich würde sagen, das war's dann hier mit dieser Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein und ciao, ciao.